Ich werde judgend angeguckt von dort, von meinem Kater. Der ist so, gib mir Essen. Ich bin Kade und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Diese Woche gibt es meinen Lesemonat. Letzten Monat habe ich gar nicht so viel gelesen. Also ich habe trotzdem viel gelesen für verschiedene Leute. Also ich will das nicht runterspielen. Kleiner Reminder, es ist egal, wie viel ihr im Monat lest. Wenn ihr kein Buch beendet, ob ihr ein Buch beendet, es ist okay, solange ihr Spaß habt beim Lesen. Alles gut. Manchmal hat man die Zeit nicht und alles super. Ich habe momentan die Zeit und für mich ist es, wenn ich hier die Stapel sehe, ist schon im Vergleich zu den anderen Monaten mittlerweile recht wenig. Aber ich war zweimal in so einer Semi-Leseflaute, wenn ich mich richtig in Erinnerung habe. Es wird ohnehin ein längeres Video, also gönnt euch was zu trinken und wir fangen dann mal an. Ich habe jetzt auch gehört, die Bewertung mit reinzuschreiben, weil ich es einfach immer vergesse und dann ist es so mühsam. Das heißt, entweder unten in der Videobeschreibung bzw. in den Kapitelabschnitten seht ihr die Bewertung. Sie ist noch da. Ich packe sie nur nicht mit ins Video. Ich weiß, dass es etwas besser wäre, wenn ich daran denken würde, aber ich bin einfach vergesslich as hell. Mein kleines TBR-Update. Ich habe alle Bücher von meinem TBR gelesen, bis auf eins, aber das habe ich angefangen. Das lese ich momentan. Falls ihr meinen Weekly-Vlog gesehen habt, wisst ihr das halt schon. Crescent City, da bin ich noch am Anfang und ich kam einfach nicht dazu, es weiterzulesen. Ihr könnt aber am Montag meinen neuen Weekly-Vlog angucken. Ich habe vor, das zu beenden, deswegen habe ich es eingeteilt. Und dann gibt es so ein kleines Fazit. Ich werde da nicht so viel vorwegnehmen, bevor halt es sich so sehr stark doppelt. Aber ich weiß, dass es einige Leute geben wird, die meine Weekly-Vlogs nicht sehen. Es wird Leute geben, die vielleicht nur meine Vlogs sehen, aber meinen Lesemonat nicht. Das heißt, es gibt da schon so ein Fazit, aber zu meinem Lesemonat habe ich mir dann doch mehr Gedanken gemacht über Bücher. Das heißt, vielleicht kann sich da meine Meinung so ein bisschen geändert haben oder vielleicht sind mir dann ein paar Sachen im Endeffekt nochmal eingefallen oder so. Oder ich kann so ein bisschen mehr das Buch reflektieren, als wenn ich jetzt mich danach hinsetze und so bin. Ja, ich habe das beendet und ich fand das voll toll oder ich fand das voll schlecht oder sowas, weil ich oft, nachdem ich es beendet habe, viele Sachen nicht begründen kann. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ich habe genug gelabert. Das erste Buch, das ich beendet habe, war sogar direkt ein Buch von meinem TBR. Und zwar The Colors of Her Soul. Das habe ich mir wegen verschiedensten Empfehlungen geholt. Ich glaube, vor allem wegen Insta war das. Und ich habe ja Empfehlungen mir rausgesucht, die ich endlich lesen wollen würde. The Colors of Her Soul hat mir wirklich richtig gut gefallen. Teilweise war es halt nicht quasi meine Story. Es war nicht meine Charaktere, um das so mal auszudrücken. Aber das hat das Buch nicht schlechter gemacht. Es war wundervoll geschrieben. Roter Faden, authentisch und ich hatte wirklich nichts an dem Buch auszusetzen. Gar nichts. Dementsprechend habe ich das Buch mit 5 Sternen bewertet und habe mir dann auch direkt die nächsten beiden Teile gekauft. Über WeBuy, das sehen wir dann alles nochmal im Neuzugangsvideo. Was habe ich gekauft, was habe ich zurückgeschickt, was irgendwas. Aber ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Hier geht es um Holly und Pascal. Und die haben so beide einen YouTube-Kanal. Und normalerweise, ich finde es nicht schlimm in Büchern oder langweilig in Büchern. Ich greife nur oft nicht zu Büchern, wo die Protagonisten irgendwie so einen YouTube-Kanal haben oder so. Dementsprechend glaube ich, dass ich deswegen eher so weniger diese Bücher auf dem Schirm hatte. Weil ich mir natürlich immer nur den Klappentext von dem ersten Teil anschaue. Ich mochte das Buch aber wirklich gerne, weil das so ein anderes Prinzip hatte. Dann habe ich Shape of Love beendet. Das war, glaube ich, auch auf mein TBR. Shape of Love hatte ich wegen TikTok. Und da waren alle so, boah, wieso war das so lange auf meinem Sub mäßig? Und ich hatte das Gefühl, bestimmt werde ich das Gefühl auch genauso bekommen. Hatte ich nicht. Hatte ich das Gefühl nicht. Ich habe mich nicht durchgequält, aber es war überhaupt nicht meine Story. Die Thematik, um die es geht, wurde toll umgesetzt. Es war sehr schön geschrieben, aber meins war es nicht. Mich konnte das nur so semi überzeugen. Mich haben die Nebencharaktere ein bisschen mehr überzeugt als die Protagonisten. Ich konnte irgendwie mit denen nicht so wirklich was anfangen. Aber wie gesagt, thematisch fand ich es wirklich gut umgesetzt. Wegen TikTok habe ich Ashas Voice gekauft und ich habe es
wirklich geliebt. Ich habe so ein bisschen was abgezogen, weil Asha war mir manchmal so engstirnig, ist glaube ich das Wort, das ich die ganze Zeit suche. Ich beschreibe es immer als Neandertaler-mäßig, weil so, und zwar ist es so mehr, wie soll ich sagen, Asha ist so auf Bree fokussiert, ich kann die Worte so nicht aussprechen, und irgendwie kommt das immer so, keine Ahnung, er wird immer so beschrieben, er hat sich immer so viel belesen und er kann so viel, aber so zwischenmenschliche Interaktion, dass er das nicht so gut kann, war klar, aber gleichzeitig war das auch irgendwie so anstrengend. Trotzdem fand ich die Geschichte wundervoll und auf jeden Fall auch sehr authentisch. Ich hatte so ein paar Probleme mit manchen Stellen, aber dieses unangenehme Gefühl, was sie auslösen sollte, was sie ausgelöst hat, sollte sie auch, habe ich das Gefühl jedenfalls. Ich sag nur Travis. Aber ich bin auf jeden Fall auch auf Travis' Teil gespannt. Ich habe auch gesehen, dass der jetzt schon etwas länger draußen ist. Ich weiß nicht, ob ich das mit reingeschnitten hatte, als ich das Buch irgendwo mal gezeigt habe, wegen irgendwas. Ich glaube, mein Neuzugangsvideo oder so. Dass es ein Teil geben wird, weil ich habe erst ein Announcement davon gesehen, aber es kommt einfach nur mit einem Cover, was hierzu passt, raus. Dann ein kurzes Buch für zwischendurch war Five Feet Apart. Five Feet Apart hatte ich extrem Lust zu lesen, weil ich den Film nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ob man den irgendwo gucken kann, ob der bei Netflix drin ist oder so. Aber der war in der Vorschau von After Truth und ich wollte den unbedingt gucken. Und jetzt habe ich das Buch gelesen und ich fand das Buch recht langweilig. Ich fand es ganz angenehm für zwischendurch, werde es aber nicht nochmal lesen und ich werde mal schauen, wenn ich ein Book on Haul mache, ob ich das aussortiere oder nicht. Aber sonst, es war wirklich eine schöne Geschichte. Heartbreaking und so. Also das war's nicht. Ich fand das Buch auf keinen Fall schlecht. Das habe ich mir erst wirklich letzten Monat gekauft. Ich konnte doch nicht warten. Ich wollte warten, ich konnte einfach nicht. Und zwar Gallant von V.E. Schwab. Hier geht es um Olivia und es hat so eine mystische Atmosphäre und so Zeug. Es ist so mehr so Mystery statt Fantasy. Hier steht Fiction Fantasy hinten drauf. Ich weiß nicht, also es hat auf jeden Fall Fantasy Aspekte und alles. Es war für mich mehr so Mystery Zeug. Und ja, ich mochte das Buch wirklich gerne. Da kam jetzt auch zuletzt meine Rezension online. Das wird jetzt, wenn das Video online ist, nicht mehr der Fall sein. Aber ich habe erst die Rezension dazu geschrieben. Ich mochte es wirklich gerne. Es war was total anderes als The Invisible Life of Eddie LaRue, was ja bisher mein komplettes Jahreshighlight ist. Aber es ist sehr kurz. Ich habe aus Versehen eine Lesebrille reingemacht, falls man das sieht. Ja, aber irgendwie, ich mag auch das Cover, weil es so schlicht ist irgendwie. Deswegen habe ich das jetzt mittlerweile auch vorne stehen. Und ja, also für zwischendurch auf jeden Fall ein schönes Buch. Das werden wir auch nochmal in einem anderen Video, was ich mir diesen Monat einfallen lassen habe, nochmal sehen wahrscheinlich. Dann war auf mein TBR, glaube ich, The Atlas Six. Ich mochte es wirklich gerne. Es war ein bisschen schwieriger, da reinzukommen mit der Welt irgendwie. Für mich haben manchmal so ein paar Zusammenhänge einfach gefehlt in meinem Kopf, weil ich sie nicht wirklich aufgenommen habe. Vielleicht waren sie auch gar nicht da, um es wirklich, dass ich es richtig verstehen konnte. Aber ich mochte das wirklich gerne. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf den zweiten Teil. Habe aber jetzt schon wieder vergessen, wie das ausgegangen ist. Aber die Clique hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich hatte ein Problem mit dieser Parisa oder so, wie man sie ausspricht. Ich glaube, das ist normal, falls ihr das Buch gelesen habt. Ich glaube, also für die Charaktere an sich waren alle sehr authentisch und alle in ihrer Rolle und so. Und das fand ich auch extrem gut. Also von der Story her hat es mich auf jeden Fall sehr stark überzeugt. Es ist auch auf Deutsch draußen. Also ich habe jetzt hier das Englische. Es ist auch auf Deutsch draußen, falls ihr euch noch entscheiden müsst, kauft ihr das oder kauft ihr das nicht. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, aber es ist auf jeden Fall teilweise wirklich ziemlich schwierig, weil man von allen Charakteren die Sicht hat. Was ich aber auch wirklich gut finde, dass man das halt eben hat, aber dann muss man halt sich eben etwas mehr darauf einstellen. Dann haben wir meinen ersten Zettel. Dieses Mal habe ich das nicht vorher aufgenommen. Das heißt, ich muss jetzt einfach reden. Ich versuche hier etwas einzublenden. Und zwar, erster Zettel, Überredung. Und jetzt werdet ihr euch fragen, hä, das hatte sie doch da. Ja, Überredung von Jane Austen hatte ich auf Englisch da, habe ich mir bei Rebuy geholt. Und beim Lesen ist mir aufgefallen, da sind so, waren so Seiten teilweise angeschnitten und sowas. Also habe ich mich dazu entschieden, das Buch wieder zurückzuschicken.
Aber dadurch, dass es halt sehr kurz war, hatte ich das halt dann auch durch. Ich wollte dann gucken, ist es nur diese eine Seite da gewesen, ist es jetzt bei mehreren Seiten. Es war auch reingeschrieben, damit habe ich jetzt kein großes Problem. Aber eben durch das, die Person, die es vorher hatte, hatte versucht, das so rauszuschneiden, was sie dort aufgeschrieben hat. Und ja, eigentlich war der Plan, wenn ich das Geld zurückbekomme, habe ich auch bekommen, alles schön und gut, gehe ich in Hungdubel und kaufe mir das Buch nochmal neu. Ich habe jetzt aber erstmal ein paar Rechnungen bezahlen müssen. Deswegen habe ich das Buch noch nicht neu gekauft. Und weil das Buch, jetzt kommen wir auch dazu, mir eher weniger gut gefallen hat, war ich jetzt am Überlegen, ob ich nicht vielleicht dann lieber ein anderes kaufe, ob ich es mir überhaupt nochmal hole. Für die Jane Austen Collection wahrscheinlich schon. Ich habe jetzt ein Jane Austen Lesezeichen. Also eigentlich brauche ich es, aber ich werde dann mal schauen, wie das aussieht. Wann ich dazu komme, es nochmal zu holen. Vielleicht lasse ich mir es auch von irgendwen dann schenken oder sowas. Weil gerade ist eher wichtig, dadurch, dass ich kein Einkommen habe, die offenen Rechnungen noch zu bezahlen, als dass ich mir jetzt ein Buch nochmal hole, was ich eh schon gelesen habe, nur damit es ordentlich im Bücherregal steht. Mir hat das eher so semi-gut gefallen und konnte mich die Story nicht so wirklich überzeugen. Es ging wieder um zwei Schwestern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, beziehungsweise halt so wieder zur Familie und die Töchter müssen verheiratet werden und ja, ich habe das schon wieder kaum im Kopf, weil mich das irgendwie überhaupt nicht überzeugt hat, also so wirklich gecatcht. Es war wundervoll wieder geschrieben, wie man das bei Jane Austen Büchern halt kennt, aber irgendwie hat mir da was gefehlt, damit ich da wirklich attached zu bin und deswegen habe ich das auch zum Großteil wieder vergessen. Ich glaube, ich habe das Buch mit 3 von 5 Sternen bewertet, ich bin mir nicht sicher. Aber ja, deswegen bin ich am Überlegen, ob ich es mir dann nochmal hole oder nicht. Oder vielleicht halt einfach ein anderes Jane Austen Buch. Dann habe ich Shadow and Bone beendet, beziehungsweise Goldene Flammen. Mochte ich eher so semi-gut. Also das Worldbuilding hat mir auf jeden Fall gefallen. Die Story an sich, jetzt dadurch, ich bin noch im zweiten Teil dran. Als Einführung mochte ich es eigentlich recht gut, aber mir haben so ein paar Dinge einfach gefehlt, um wirklich da so den Zusammenhang zu finden. Ich hatte am Matchstellen, ging mir das ein bisschen zu schnell. Da hat mir einfach wirklich einfach was gefehlt. Ich wusste, dass es vom Geschriebenen her etwas lückig ist, aber mich hat es auf jeden Fall trotzdem überzeugt. Also dadurch, dass ich ja weiß, dass es etwas besser wird mit den anderen Teilen, bin ich auf jeden Fall da so schon gespannt. Dann kommen wir auch schon zu den Büchern, die ihr immer gewählt habt, die ich lesen soll. Und zwar war das erste davon The Fine Print und das habt ihr, wenn ihr das Video gesehen habt, schon gesehen. Das heißt, hier könnt ihr gucken. Da gibt es halt auch mein Fazit und deswegen doppelt sich das halt jetzt. Wenn nicht, hier kommt es auch nochmal. The Fine Print habe ich gelesen und ich mochte es recht gerne. Also es hat mich mehr überzeugt, als ich dachte halt, es geht jetzt so mehr in Richtung Twisted Love, Twisted Games, also die Twist-Reihe von Anna Huang, weil es halt auch eine Billionaires-Geschichte ist. Lauren Escher Bücher überzeugen mich halt von den Charakteren immer sehr gut, deswegen war ich halt so, lese ich das jetzt, lese ich es nicht, wird so. Es war nicht so wie die Twisted-Reihe, deswegen hat es mir auch da schon ein bisschen besser gefallen. Der Storyverlauf an sich hat mich aber weniger überzeugt. Es war einfach persönlich nicht meins, es macht das Buch nicht schlechter, nicht besser, nicht irgendwas. Meins war es einfach nicht. Ich glaube, mir hat so ein bisschen was gefehlt, damit ich da wirklich so attached bin, weil das ist eine Workplace-Romance, so Office-Romance-mäßig. Und es gab so einige Dinge, dass ich es wirklich sehr interessant fand, was da abging. Aber ich weiß nicht, ob ich das irgendwann einfach ausgeblendet habe, dass etwas abging oder es wirklich einfach nur für mich uninteressant war, weil er gar nicht da war. Weird fand ich so diesen ersten Kuss zwischen den beiden, der kam einfach so plötzlich, als ich das Gefühl gehabt, wo das einfach passiert ist. Aber ich mochte die Charaktere extrem gerne und jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt auf den zweiten Teil der Reihe. Und den dritten Teil habe ich mir auch gekauft, das haben wir ja schon im Book Haul ausgepackt. Dann haben wir Things We Never Got Over. Habe ich mir jetzt auch schon den zweiten Teil gekauft. Mir hat der Teil wirklich recht gut gefallen. Es war so Slowburn, Small Town, Romance. Das hatte ich auch schon in meinem Reading-Blog gesagt. Das ist halt hier so ein typischer Teil davon. Ich hatte jetzt ein Buch gelesen, wo es eine ähnliche Thematik hatte. Also wenn es so ein bisschen in eine kriminellere Richtung geht, dass irgendwie was Gefährliches oder sowas, habe ich oft das Gefühl, dass es eher willkürlich passiert. Das hatte ich bei dem anderen Buch nicht, dazu kommen wir dann gleich nochmal. Hier hatte ich das schon, also es war so aufgebaut, dass es war klar, dass sowas passieren kann, aber gleichzeitig
war das für mich einfach so unvorstellbar. Und dann ist das irgendwie so willkürlich. Es kann genauso passieren. Das ist es nicht, das, was mich stört. Ich weiß, dass es so passieren kann. Mein Problem ist mehr, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Deswegen fühlt sich das immer so willkürlich an. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich dem Buch gegeben habe. Ich mochte die Geschichte eigentlich echt gerne. Die Charaktere fand ich eigentlich ziemlich toll. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich genau jetzt auszusetzen hatte außer dem Punkt. Und dass es mir halt ein bisschen zu lang gedauert hat. Aber dadurch, dass es Slowburn ist, ist es ja auch wieder normal gewesen. Also bei Slowburn, das habe ich glaube ich auch dort gesagt gehabt, die Geschichte drumherum muss stimmen für mich, dass ich auf jeden Fall attached zu dem Buch bin. Und das hat hier mir halt einfach gefehlt. Das sollte es gewesen sein. Aber ansonsten mochte ich es eigentlich ganz gerne. Dann, das nächste Buch habe ich mit Nancy in einem Buddy Week gelesen. Und zwar No Longer Yours. Ich weiß nicht, ob es wirklich Slowburn sein soll, aber es war mehr so Slowburn. Und hier, die Geschichte drumherum hatte mich jetzt auch nicht so krass interessiert gehabt. Und ja, irgendwie, die Charaktere konnten mich auch nicht so wirklich überzeugen. Also die Protagonisten, ich konnte ihnen wirklich kaum verstehen. Ich konnte ihn selbst, als es alles rausgekommen ist, nicht nachvollziehen. Es war plausibel, aber es war für mich nicht nachvollziehbar, wieso er sich so verhalten hat im Laufe des Buches in der Jetztzeit, weil es ist Second Chance und wir haben mal früher, dann haben wir Gegenwart. Und die Gegenwart, ich konnte es einfach nicht nachvollziehen. Vergangenheit schon. Gegenwart? Nein. Mich haben auf jeden Fall die anderen Charaktere auf jeden Fall überzeugt. Ich mag diese Villa-Situation, diese Menschensituation eigentlich ziemlich gerne. Also diese Konstellation von den Charakteren, weil alle so ein bisschen anders sind. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf den zweiten Teil. Und werde ich mal schauen, wann ich dazu komme, den zu kaufen. Aber May hat mich auf jeden Fall überzeugt. Dann haben wir Cards of Love. Dafür hattet ihr euch auch entschieden. Der Body Read war etwas vorher. Deswegen ja, lief der noch parallel. Und zwar Cards of Love erstmal. Mochte ich recht gerne. Es ist Urban Fantasy. Würde ich für Leute empfehlen, die schon was mit Tarot zu tun haben. Weil ohne mein Vorwissen, ich hätte damit wahrscheinlich nichts wirklich anfangen können. Ich mochte das Buch eigentlich recht gerne. Es war sehr viel Background. Es ist eine Trilogie. Wir kommen noch zu dem zweiten Teil, weil den habe ich auch noch beendet. Aber die Fantasy-Aspekte waren jetzt nicht so riesig. Es ist Fantasy, aber es dauert, bis man überhaupt so checkt, okay, das und das geht ab. Und in die Richtung entwickelt sich das. Geschichtsmäßig fand ich es aber trotzdem sehr interessant. Dann habe ich durchgerusht. Wirklich, ich habe das Buch durchgerusht. Ich habe es angefangen und wollte nicht aufhören zu lesen. Und zwar A Place to Belong. Ich fand es wirklich extrem gut. Also die Cherry Hill-Reihe kann mich bisher viel, viel mehr überzeugen als die Green Valley-Reihe. Hier fand ich die Miscommunication am Ende. Nein, das war es nicht. Das war irgendwo mittendrin oder so. Da war das so zwischen den beiden, fand ich das so anstrengend. Und dass der Plot quasi so recycelt wurde, dass so zweimal dieselbe Sache basically passiert ist. Dann ein Klassiker, für den ihr euch entschieden hattet, war Little Women. Und ich habe mich wirklich mit dem Buch ziemlich schwer getan, dort durchzukommen. Es ist ein 500-Seiten-Buch. Und ich fand es wirklich langweilig. Thematisch war das recht gut umgesetzt. Es geht so sehr viel um Familie und wie die Schwestern sich so entwickeln. Es war teilweise auch sehr traurig. Meins war es nicht. Deswegen, ich habe das jetzt auch schon wieder so kaum im Kopf, um was es ging. Aber, also, wie die Geschichte an sich verlaufen ist, um wirklich irgendwie was dazu sagen zu können. Ich weiß nur, dass es mir nur so semi gefallen hat und mich nicht wirklich gecatcht hat. Dann haben wir Catching Up with the Carters. Und damit habe ich mich auch schwer getan, das zu lesen, weil es mich überhaupt nicht gecatcht hat auch. Es hat mich also weniger überzeugt. Schreibstiltechnisch war es sehr angenehm geschrieben. Es war wieder Second Chance. Aber storymäßig war das überhaupt nicht so meins. Ich konnte nichts mit den Charakteren anfangen. Irgendwann habe ich nur so ein bisschen durchgeskippt, beziehungsweise so überflogen, was passiert jetzt genau. Ja, meins war es nicht. Das war auch mein TBR. Und ich habe so oft auf TikTok gesehen, das soll so gut sein. Aber mich hat es leider nicht überzeugt. Weil oft habe ich das ja auch, dass, wenn es storymäßig mich wahrscheinlich nicht ansprechen wird, dass der Schreibstil irgendwie mich total überzeugt. Oder es so anders geschrieben ist oder irgendwas. Aber irgendwie hier überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keinen Reiz, die anderen Teile zu lesen. Deswegen, ich werde da mal schauen, ob ich sie weiterkaufe, ob ich nicht. Wahrscheinlich ja nicht.
Und vielleicht werde ich das auch aussortieren. Ich weiß es noch nicht. Dann ein Buch, das auch auf mein TBR war, sehr gehypt war, beziehungsweise sehr gehypt ist auf TikTok. Es kommt jetzt auch auf Deutsch raus. Und zwar Icebreaker. Ich mochte es überhaupt nicht. Wirklich gar nicht. Mich konnte kaum was an dem Buch überzeugen. Es war angenehm geschrieben. Das war's. Also für mich hat der Plot gefehlt. So. Also sind ein paar Sachen angesprochen worden, die eigentlich ziemlich interessant waren, aber es ist mehr Spice. Es ist eher Smut. Und deswegen hat es mich eher weniger überzeugt. Also mir hat der Plot gefehlt. Kann sein, dass dadurch, dass mein Interesse irgendwann so weg war, dass ich den Plot verpasst habe. Weil es ist ja noch Story passiert, aber es war einfach so, es wurde immer so kaputt gemacht, weil dann immer wieder an irgendwelchen Stellen das Spicy Scene kam und ich war einfach so, die ist jetzt nicht relevant, es ist okay, wir wissen, lass es einfach. Also ich weiß, wieso es gehypt ist, aber meins ist es halt einfach nicht. Dann habe ich The Where I Used To Be beendet. Das war ja auch eins, wofür ich euch nicht entschieden habe, genauso wie Icebreaker. The Where I Used To Be war interessant. Ich habe das gefunden als Sadbook auf TikTok. Und eigentlich mochte ich das Buch recht gerne. Es war schon sad, aber ich mochte nicht, wie sie sich entwickelt hat. Ich dachte, sie geht jetzt in eine komplett andere Richtung. Aber sie war sehr jung am Anfang. Und dann, es geht immer Jahr um Jahr und Jahr um Jahr. Und ich glaube, am Ende ist sie 16, 17. Und es wird noch einen zweiten Teil geben, habe ich gesehen. Aber ich weiß nicht, ob ich den kaufen werde. Weil leider konnte mich das eher weniger so überzeugen. Ich kam mit dem Ende auf jeden Fall zurecht. Und ich brauche jetzt keinen zweiten Teil unbedingt. Ich habe jetzt nicht geheult oder so. Irgendwie diese Sad Books überzeugen mich eher weniger. Die bringen mich eher weniger zum Heulen. Dann haben wir, Surprise, Bubble beendet. Und dazu habe ich einen Reading-Vlog gemacht. Den könnt ihr euch auch nochmal angucken hier irgendwo. Ich mochte das Buch eigentlich recht gerne. Aber es war sehr schwer auf Englisch zu verstehen für mich. Und ich habe jetzt kein großes Problem mit Englisch. Aber dadurch, dass es sehr so akademisch geschrieben ist, ist auf jeden Fall etwas anstrengender. Also falls ihr überlegt, das Buch zu lesen, lest es auf Deutsch. Wenn ihr nicht so gut in Englisch seid. Wirklich, es ist wahrscheinlich um einiges einfacher, wenn man es auf Deutsch liest, weil verständlich einfach das ein bisschen besser sein sollte. Es kann trotzdem schwer geschrieben sein, aber man versteht es halt viel besser, weil man es halt dann nicht extra nochmal übersetzen muss. Storymäßig mochte ich es wirklich gerne. Ich bin von was komplett anderem ausgegangen, weil mir gesagt wurde, das ist Fantasy, aber wirklich Fantasy ist es halt nicht. Es ist halt wirklich History-mäßig. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. So vom Ding her war das wirklich ein Meisterwerk. Aber es hat mich jetzt auch nicht zum Heulen gebracht. Einfach weil ich wahrscheinlich einfach nicht so wirklich gut hinterherkam. Dann ein Buch, das wir jetzt zum ersten und zum letzten Mal sehen werden. Normie Again habe ich mir in meiner Moon Notes Rebuy Bestellung bestellt. Mit dem zweiten Teil zusammen. Den zweiten Teil habe ich aber abgebrochen, weil mich der erste Teil schon nicht so wirklich überzeugt hat. Es war ein sehr anstrengendes Friends to Lovers. Es ist die ganze Zeit ein Hin und Her. Ich konnte mich wirklich überhaupt nicht damit anfreunden. Im zweiten Teil schien es etwas besser zu sein. Da habe ich jetzt ungefähr auf Seite 90 gelesen gehabt. Aber da wirklich wieder reinzukommen, irgendwie, ich hatte überhaupt keine Lust. Und ich werde die Bücher wahrscheinlich auch noch zurückschicken. Deswegen, ja, werden wir sie jetzt das letzte Mal sehen, beziehungsweise das hier zum letzten Mal sehen. Und dann geht es morgen wieder zurück. Zweiter Zettel, Chainsaw Man 2 und 3, habe ich jetzt meinem Bruder gegeben. Eventuell bekomme ich die auch wieder zurück, weil er dachte, ich gebe sie ihm, damit er sie einfach lesen kann. Dann kann er sie mir zurückgeben. Und dann habe ich gesagt, ey, du kannst sie behalten, ich will sie nicht haben, ich werde wahrscheinlich nicht weiterlesen. Aber er will sich unbedingt den Schuber kaufen, dementsprechend kann es möglich sein, dass ich sie wiederbekomme. Und ja, dann werde ich mal schauen, ob ich sie mir weiter kaufe oder nicht. Ich würde weiterlesen, aber storymäßig hat das mich jetzt nicht so krass überzeugt. So, die Kämpfe sehen sehr interessant aus, also vielleicht schaue ich auch einfach den Anime. Dann kommen wir auch schon zu den Büchern, die ich im Vlog gelesen habe, also die letzten Bücher, die ich letzten Monat beendet habe. Und zwar, das erste Buch, das ich letzte Woche beendet hatte, war If We Were Villains. Und ich mochte es wirklich richtig gerne. Also die Art, wie es geschrieben war, fand ich wirklich sehr überzeugend. Es war sehr angenehm. Es war jetzt vom Ding her nichts Weltbewegendes,
aber es war schon zum Ende hin ziemlich heartbreaking. Ich wollte heulen, als ich durch war. Also wirklich, das war einfach sad. Die Geschichte an sich mochte ich eigentlich gerne. Man braucht ein bisschen, um reinzukommen, weil es ist aufgebaut wie ein Theaterstück. Dementsprechend ist es am Anfang erstmal ein bisschen mühsam, bis überhaupt irgendwas abgeht. Aber die Art, wie es aufgebaut war, mochte ich wirklich richtig gerne. Auch die Charaktere, bis auf einen, zwei. Ich mochte zwei Charaktere nicht. Aber ja, sonst, ich kann das Buch auf jeden Fall empfehlen. Das hat mich auf jeden Fall komplett überzeugt. Und dann das zweite Buch, das ich beendet habe, war Cards of Love 2. Habe ich zum Ende hin nur noch überflogen, weil irgendwie, mich konnte es nicht mehr ganz so catchen. Es hatte mehr Fantasy-Aspekte als im ersten Teil durch den Plot von, also dieser Cliffhanger vom ersten zum zweiten Teil. Auch hier hat sich das nicht geändert, dass wenn ihr nichts mit Tarotkarten zu tun habt, werdet ihr das wahrscheinlich nicht so wirklich mögen. Es war auf jeden Fall sehr einfach geschrieben, für Fantasy-Beginner auf jeden Fall so ein Ding. Aber halt, man muss schon ein Grundinteresse drin haben, würde ich einfach mal behaupten. Ich mochte den Storyverlauf etwas spannender als der erste, weil der erste ist so mehr so diese Einführung. Aber gleichzeitig bin ich auch froh, dass er überflogen habe, statt mich durchzuquälen. Basically. Aber ich würde es trotzdem empfehlen. Das war halt einfach wahrscheinlich einfach... Ich wollte unbedingt durchhaben, ich habe mich selber gestresst und es hat mir einfach die Motivation genommen. Dann kommen wir schon zu den letzten beiden Büchern, die ich beendet habe. Und zwar haben wir einmal The Sunrise in Your Eyes. Das ist der zweite Teil der California Dreams Reihe. Und genau dieses Buch ist halt eben dieses Buch, was ich eben angeteased habe bei Things We Never Got Over. Und zwar hier war das mehr so, es geht um so eine gefährliche, so ein gefährlicheres Stadtgebiet. Und es sind ziemlich viele dramatische Dinge passiert, aber es hat für mich auch Sinn gemacht, dass die so passiert sind. Und irgendwie war das auch so vorstellbar und alles. Also das Buch konnte mich direkt catchen. Ich dachte, das wird jetzt so voll Miscommunication und so Zeug, also vom Klippentext. Vom Klappentext her auch, aber war es zum Glück gar nicht. Erst gegen Ende des Buches, aber es war nicht so wirklich okay, es war auch Miscommunication, aber nicht wirklich Miscommunication, aber ich konnte es nachvollziehen. Also für mich war das Buch wirklich richtig gut abgerundet. Mein Lieblingsteil der Reihe, weil einfach so viele Dinge angesprochen wurden und es wirklich gut umgesetzt war. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann das letzte Buch, und zwar The Fire in Your Heart. Das letzte Buch, das ich beendet habe. Ich finde es lustig, dass ich das den Monat mit dem ersten Buch der Reihe angefangen habe und dann mit dem letzten Buch der Reihe auch beende. Hier ging es um Mika, und Mika ist mein Favorite-Charakter aus der Reihe. Beziehungsweise war er das in den letzten Teilen. Sein Teil war ein bisschen anstrengend aus seiner Sicht auch, wie er sich verhalten hat. Aber ich fand, so von der Charakterentwicklung hat er mich auf jeden Fall ziemlich stark überzeugt. Also weil halt einfach thematisch, Quinn hat so einen feministischen Blog und er ist so teilweise schon ein repräsentativer Teil von toxischer Männlichkeit, einfach was Gefühle zeigen angeht. Nicht komplett, aber so Gefühle zeigen und so Zeug. Und ich fand das wirklich richtig gut umgesetzt, aber leider konnte mich das Buch nicht so ganz überzeugen, weil zum Ende hin dann auch so voll Miscommunication und Quinn hat mich manchmal extrem aufgeregt. Also ihr Blog und so Stuff, so ihre Ansichtsweisen mochte ich wirklich gerne zu lesen, aber einfach, wie soll ich sagen, so dieses zum Ende hin, sie hat mich einfach nur aufgeregt. Und das hat mir so das Buch ein bisschen kaputt gemacht, vor allem weil Mika dann auch ein bisschen anstrengend wurde. Es geht auch nicht überall um so YouTube-Zeug. Hier geht es halt um, also es geht um dieselbe Familie. Hier geht es um die Schwester von Pascal und hier sein Bruder. Hier, sie ist Krankenpflegerin, glaube ich, und er ist Fotograf. Und hier sind sie beide Feuerwehrmänner, Frauen. Also wir haben einmal einen Feuerwehrmann und eine Feuerwehrfrau. Und hier, da, weil wir halt das jetzt nochmal haben, so Feuerwehrgeschichten, die ich bisher gelesen habe, war genau das, was ich nicht lesen wollte. So, ich wollte so mehr so in diese Materie und so, keine Ahnung, so ein Vibe, wie wenn man so eine Säge sieht, so wie so eine Krankenhaussäge oder so. Ich habe jetzt nicht so viele Serien gesehen, so Station 19 oder so. Und das war's hier. Es war nicht komplett das, aber es war hier viel, viel, viel mehr umgesetzt als bei so anderen Büchern. Deswegen konnte mich das auf jeden Fall auch nochmal in dem Punkt wirklich stark überzeugen. Die sind auch komplett unabhängig voneinander lesbar. Man spoilert sich halt so minimal so ein paar Sachen. Aber die kann man auch lesen, ohne dass man jetzt den ersten Teil gelesen hat oder den zweiten oder was weiß ich. Eben das, was euch am meisten interessiert.
Das war mein Lesemonat. Das waren alle Bücher, die ich gelesen habe. Ich habe mein TBR, der kommt nächste Woche online. Ich weiß nur noch nicht, ob Mittwoch oder Samstag. Ja, das seht ihr nächste Woche. Ansonsten könnt ihr gerne meine Social Medias abchecken, wo ich nämlich auch nach Fragen und sowas frage. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. In die Kommentare irgendwas schreiben. Keine Ahnung, wie viele Bücher habt ihr diesen Monat beendet? Könnt ihr meine Meinung zu den Büchern nachvollziehen oder nicht? Schreibt es mir einfach gerne rein. Ja, wir sehen uns nächste Woche hoffentlich wieder. Und ja, tschüss.